Let's go. Da sehe ich mich. Wollen wir hübsch aussehen oder wollen wir dumm aussehen? Okay, das ist das. Okay. Ich glaube, wenn ich auf so einer Südseeinsel wäre, wäre ich schon ein bisschen gebräunt. Ich bin eigentlich jemand, der ein bisschen braun wird. Machen wir mal ein bisschen Bräunung. Richtig dumm und hübsch, das geht nicht. Ich will mir, glaube ich, keine kranke Farbe machen. Ist mir ein bisschen rot, glaube ich. Zu rot, was sie da gemacht haben. Gesicht. So, bin ich so eine Richer-Hübschi. Alles klar. Hey, das ist doch Sonic, oder? Sind das nicht Sonic-Augen, die so schmal sind? Das Plom, 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 Plom geht mir jetzt schon auf den Sack. Augenbrauenfarbe. So, Haare. Ich kann nicht mehr rauszoomen. Ich kann nur noch weiter ranzoomen. Okay, jetzt komme ich wieder nicht weiter weg. Okay, what the fuck. Okay. Das ist ja schon so ziemlich meine Frisur, wa? Und das erst. Meine Frisur. So, bin doch eindeutig ich. Das hört sich auch kindlich an oder fraulich. So war sie ganz wieder. Egal. Passt schon. Ja, ja, bla bla bla. Kann ich nicht mehr ändern. Ich trage doch E-Rüstung, oder? Knuffig! Oh. Ich habe wahrscheinlich schon jede Menge Frames verloren, oder? Meine Grafikkarte war gerade ziemlich hart ausgelastet. In dem Menü. Ich werde wahrscheinlich auf 60 FPS limitieren müssen. Vermutlich stark. The towers are the key. The tree holds the truth. Okay. Einfach ein Tablet aus Stein. Geil. Doch, doch, hab ich. Das siehst du nur nicht richtig. Elden Tree. Und wie Motion Blur noch an ist. Geil, sehr gut, dass ich auch Motion Blur ausgemacht habe. Okay, ist jetzt egal, wohin ich laufe. Also der hat mich dahin gepusht, aber was ist denn, wenn ich dahin laufe? Okay, da ist Zelda, der Zelda-Ausdauerbalken drin. Schlagen! Ach so, ich muss mehrfach klicken. Oh, guck mal. Kann ich die aufmachen? Kann ich. Pfeil, Goldmünze, kleine Palseele. Alles klar, was immer das bedeutet. Ist auch nicht überempfindlich, die Maussteuerung. Es ist auch. Also, sie haben zumindest bei den initialen Einstellungen schon mal viel richtig gemacht. Erstmal einen Stein hauen. Geil. Wie viel HP hat denn so ein Ding? Also, sammle abgefallene Äste oder schlagen Bäume, um Holz zu bekommen. Okay, wir sollten eigentlich. Ich sehe gerade oben rechts das Tutorial. Bin ich eigentlich hier an einer guten Stelle? Ich glaube, ich überdecke, was ich kriege, ne?
Wir packen uns, glaube ich, einfach auf die andere Seite. Das ist, glaube ich, gut. Damit ihr auch seht, was wir hier für Sachen kriegen. Was ist das? Was eine Notiz eines Schiffbrüchigen aufgesammelt. Das Aufzeichnung eines anderen Abenteuers gefunden. Optionsbild, kannst du mehr über die Reise, dessen Reise erfahren. Ah ja. Gibt ein bisschen Erkundungschat demnach. Ist doch klar, dass man erstmal nach hinten rennt. Moment, kann ich hier raus? Wo komme ich denn hin, wenn ich hier rausgehe? Oh, hier geht's weiter. Lul. Fast verpasst. Ich glaube, wir sehen den Loot nicht, wegen der... Ja, ob rechts, mittig oder was Wichtiges kommt. Du hast die gleiche Idee wie ich. Sehr gut, so. Uno. Sehr gut. Ui, da hinten ist was. Was Goldenes. Will ich hin? Und da ist noch eine Truhe. Ein lila Truhen, mehr als goldene Truhen? Ich glaube, links unten habe ich die Temperaturanzeige, oder? Palsfern. Alles klar, einfach Palsfern for free. Cool. Okay, die Dinger können wir nicht kaputt machen. Wird schon rumgemiauzt. Haben nicht mal Holz gefunden. Okay, in-game sieht es aber eigentlich okay aus mit dem, mit der Auslastung. Grafikkarte. Dann hauen wir halt Bäume. Bis wir Holz haben. Dann haben wir einmal Holz. Ich glaube, alle X Damage kriegst du irgendwie Holz von irgendwas, weil ich habe bei Pizmi gestern ein bisschen reingeguckt. Und ich glaube, das ist auch ein ganz witziges Co-op-Game tatsächlich. Primitive Werkbank. Boah, let's go. Muss ich die, glaube ich, noch bauen, ne? Ja. Wuhu, Level Up! Öffnet Escape, öffnet Optionen und schau dir den Survival Guide an. Okay, das ist ja, das sind die ganzen Sachen nochmal zum Nachschauen. Öffne den Technologiebaum und schalte Palsphäre frei. Wie öffne ich denn den Technologiebaum? Das wäre gut gewesen, hinzuschreiben. Ah, hier, Technologie. Palsphäre, ja. Stelle eine Palsphäre her. Palladiumbruchstück. Handfackel, Holzkeule. Ja, erstmal die Holzkeule. Dass da unten links New Bauen die ganze Zeit klingt und macht mich fertig. Er blinkt. Achso, welche Reparaturwerkbank habe. Kannst du jetzt aufhören? Unten links. Achso, Lagerfeuer. Holztruhe, Palbox, okay, danke. Baseballschläger, hup, hup. Okay. Ich brauch Stein und Holz. Kann ich mir den Baseballschläger jetzt besser abbauen? Bisschen. Das sind ungenutzte Statuspunkte. Achso. Inventar. Achso, hier, Werte erhöhen. Schadenspunkt 1. Gewicht, Arbeitstempo, Verteidigung, Angriff, Ausdauer, LP. Wow. Dann nehme ich lieber Gewicht, glaube ich. Okay. So, jetzt brauchen wir irgendwie noch Stein. Da ist noch Stein, oder? Kann ich den aufsammeln? Jo. Reicht das jetzt schon, um so eine Spitzhacke zu bauen? Wie viel brauche ich denn dafür? Ah ja. 5 Steine. Wo habe ich denn 5 Steine her? Na gut, auch egal. Ich glaube, für das Palladium-Bruchstück brauche ich die Spitzhacke. Wieder rausnehmen. Und nur, glaube ich, oben. Wie ich eigentlich? Ich glaube, ich laufe echt einen weirden Weg.
Wenn die ganzen Leute, wo ich reingeguckt habe, die waren irgendwie nicht in so einer alten Burgruine unterwegs. Muss ich mal so sagen. Da war doch Stein. Hey, 50 hier direkt. Bam, 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 bam. Das mit der Ausdauer fuckt mich jetzt schon ab. Ich glaube, ich würde gerne wissen, ob ich Ausdauer leveln kann. Da ist das Palladium-Bruchstück. Nice. Wenn ich jetzt schon hier bin, dann nehme ich auch noch mehr mit. Da ist ein Erz. Es hat sehr viel Arg. Dieses ab und zu Palladium, also hauptsächlich Stein kriegen ab und zu mal was anderes und Erz ist anscheinend noch seltener als Palladium. Hat sehr viel von Arg, finde ich. Ich muss auch sagen, Ark war eigentlich schon ein cooles Konzept. Es war nur unfassbar grindy. So, so eine Palfsphäre nach der Produktion beginnen. Eine uralte Regel von Spielen nicht befolgen, immer zuerst nach hinten gehen und schauen in Leveln. Achso, hier, Palfsphäre. So. Such dir eine flache Stelle und baue eine Palbox. Das umliegende Gebiet wird zu einem Lager. Greife auf deine Palbox und rufe. Okay, erstmal sollen wir jetzt einen Pal angreifen und fangen. Komme ich aber nicht wieder hoch, wenn ich hier runter springe, ne? Kann ich irgendwie Sachen abbauen? Ich habe letztens bei jemanden reingeradet gestern. Es gibt eine Option, Sachen abzubauen, aber wie? Hier, Rückbaumodus C. Aha. Okay. Wie gehe ich aus dem... So. Bin ich jetzt dead, wenn ich hier runterhüpfe? Darf ich das? Ich habe keine... Probieren wir das mal aus. Ich habe einen Damage gekriegt, der instant geheilt wurde. Oh, Holz. Das ist ja okay. Okay, hier geht's zum Strand. Sieht eigentlich ganz nett aus. Vor allem weiß ich damit gar nicht, was ich verpasse, weil die Welt nicht so riesig ist. Was ist da oben für ein goldenes Ding? Oh. Level 3, Level 2. Hier sind hier direkt zwei unterschiedliche. Hier wird die Arbeitsforce, ne? Aber ihr seid aggressiv, oder? Sehr aggressiv. Sieht so süß aus. Komm her, ich will die hauen. Das ist ein Pärchen, das ist ein Männchen und ein Weibchen. Die gehören zusammen. Oh, 100%. Und du sollst dein Pärchen aber auch noch fangen. Halt! Wir holen dein Männchen mit. Ihr bleibt zusammen. Bleibst du jetzt hier, Männchen? Hör auf, wegzurennen! Mach mich fertig, ne? So. Perfekt. Haben wir zwei. Ja, wir haben noch eine Pell-Bums. Können wir noch ein Hühnchen mitnehmen? So. Haben wir auch noch ein Hühnchen gefangen. Jetzt haben wir keine Pell-Bumses mehr, oder? Doch, wir haben noch eine Megasphäre, aber die will ich gar... Nein, ich kann nicht zurück. Ich wollte die gar nicht ausrüsten. Okay. Jetzt die Frage, wo bauen wir denn jetzt eine Pell-Box hin? Okay, das ist Optik, Deko, die kann ich nicht machen. Wieder hoch. Windstieghügel. Oben ist ein Eingelbes drin. Aber ich kann wahrscheinlich nicht da hochhüpfen, oder? In den Cam ist einfach irgendwo rechts stand oben Fang und so weiter. Hm. Ich weiß nicht, wo die Cam sonst hin kann. Rechts unten ist meine XP. Aber ich muss die Cam kleiner machen und links unten in die Ecke. Das ist noch die Alternative, glaube ich. Oder, Moment, uns hier hinsetzen vielleicht? So dahin? Vielleicht? Ich kann klettern, das ist schon mal gut. Knisterndes Ei. Ein knisterndes Ei. Brauche ich wohl einen Brutkasten für.
Aber wir haben direkt mal einen cool fancy Ei gefunden. Also, das macht schon Bock, so erkunden und so. Und coole Sachen finden. Spontan macht das Spaß. Auch wenn es Early Access ist. Ich werde jetzt keine. Ich werde nicht die guten Sachen verschwenden, um die da irgendwie. Haben wir noch ein Ei gesammelt? Haben wir noch ein Level up? Oh, hier ist ein Level 4. Werte erhöhen. Arbeitstempo ist auch deutlich höher. Ausdauer. Oh ja, Moment, Ausdauer. Schädigen. Ausdauer kann man nie genug haben. Ich sollte jetzt eigentlich ein Lager bauen, aber ich habe das Gefühl, das ist ja echt nicht die optimale Option, ein Lager zu bauen. So richtig, muss ich sagen. Es sieht nicht nach der Option. Achso, ich kann hier eh drücken. Um den mir dazu zu holen. Ja, gut. Helfende Pfote. Mit E kann ich noch wieder zurückholen. Okay, Moment. Eins. Achso, mit 1 und 3. Was denn dann 2? Kann ich hin und her wechseln. Eier legen. Okay. Da bist du nicht so hilfreich. Du musst ein bisschen mehr. Das ist Weibchen. Na gut. Da blinkt noch was. Da glitzert Sachen. Das ist wahrscheinlich so ein Palladiumstück, wa? Ja, ja, genau, Palladiumbruchstück. Und hier gibt's auch Palladium-Erz anscheinend. Also, das ist doch voll Lumis Ding, oder? Die ist doch so ein Erkundungsmensch. Die liebt das, wenn die Sachen erkunden und finden kann. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht ihr Game ist. Hat sie sich eigentlich das nochmal angeguckt, das Spiel? So insgesamt? Und was, ja, was hat sie dazu gesagt? Ich war dann irgendwie relativ bald doch am Schlafen. Nein. Und ich habe schon gesehen, man kann schwimmen. Jetzt die Frage, gibt es auch irgendwelche fiesen Mega-Wasserviecher, wenn man hier rausgeht, dass die dann einfach kommen? Okay, ja. Schwimmen kostet Ausdauer, du kannst ja nicht unendlich schwimmen. Du warst gar nicht beim Kommen. Xan, ich habe dich würdig vertreten. Ich war in der Runde dabei, tatsächlich. Du hast verpasst, dass Ben beim Kommando da mitspielt. Jetzt bin ich nass. Ist mir noch kalt? Ich habe deinen Part übernommen. Was ist denn dies? Oh, eine Palsphäre. Wait. Ah, jetzt haben wir wieder eine einfache Palsphäre. Jetzt könnte man nochmal so einen Lammball mitnehmen. Wie wär's denn damit? So, Lamba mitgenommen. Ich durfte kein Jakiro spielen. Jakiro war gebannt in dem einen Spiel, wo ich mitgemacht habe. Moment, ich kriege Lamba-Fleisch dadurch? Wenn ich einen Lamba fange, kriege ich Lamba-Fleisch? Als ob es gestorben ist. Wait. Bin irritiert. Was ist denn da noch Fancyes? Aufheben. Liff Munk statten und opfere sie als Statt der Kraft, um dein Geschick beim Fangen von Pels zu verbessern. Aha. Aha. Ich habe das Gefühl, jetzt bin ich aber doch irgendwie in der Sackgasse gelandet. Ich glaube, ich muss doch das Ding da durch. Oh, ich so, scheiße, ich bin runtergesprungen. Ich komme hier gar nicht weg. Wait, aber Plastikflaschen gibt es trotzdem am Strand. Also ich wollte tatsächlich Jakiro spielen, ich habe dann aber Dazzle gespielt und ich wurde hart geklappt. Also, ich habe mit Lumi auf einer Lane und das hat aus meiner Sicht. Das war lustig, wir haben hinterher so ein bisschen drüber gesprochen, wie wir so das Spiel empfunden haben. Und Lumi hat gemeint, ja, die Lane lief eigentlich ganz gut. Und ich habe ein ganz anderes Gefühl gehabt. Ich habe das Gefühl gehabt, wir wurden hart geklappt auf der Lane. Also, es ist zivil geblieben, kein Flame und sowas, aber. Genau, und Spargel hat für so eine Huska gepickt. Anstatt gebannt. Genau. Mich eigentlich wieder raus? Weil ich bin ja bei dem anderen auch hochgekommen. Ich glaube, ich kann einfach ziemlich steile Sachen hochklettern. Weil ich ein bisschen Ausdauer habe.
Achso, und später habe ich noch mitgekriegt, ist irgendwie Spargles PC abgestürzt. Oh, da ist noch ein Ei. Gewöhnliches Ei. Gut, das ist wahrscheinlich nicht so cool wie das gelbe Glitzerei. Und die Eier auch mal Gyro. Ich habe keine Ahnung, was im Pro-Video da abgeht. Da bin ich raus. Ich glaube, ich habe Hunger, sehe ich gerade links unten. Das gar nicht. Ich dachte erst, das Gelbe unter meinem HP ist meine XP-Leiste, aber das ist mein Essen. Ich will mal ein Lagerfeuer brauchen demnächst, wa? Ich glaube, ich kann hier so Sachen hochklettern, oder? Wenn ich mal kurz warte, bis die Ausdauer voll ist. Ja, das ist so hart, Zelda. Aber das ist trotzdem cool zum Erkunden. Muss nur Liquid gewesen sein, aber ja, war Insania. Insania? Nicht insane. Ich doch zwischendurch stehen, das heißt, ich kann da hochklettern. Heißt, irgendein Hornspieler der Welt. Oh, ich kann hier nicht zwischendurch stehen. Ich glaube, das hätte ich nicht geschafft, hätte ich keine Ausdauer gelevelt, um hier wieder rauszukommen. Ja, gut. Ist ja eine smarte Sache. Highest Earning Hon-Spiele der Welt, weil er jetzt Dota spielt, meinst du? Weil ich glaube, in Hon gab's kaum Earnings so generell. Also Hon war ja immer das ungeliebte Baby von den drei, von Dota 2, LOL und Hon waren ja so die drei Großen und da war Hon schon irgendwie, achso, und dann kam Smite dazu irgendwie, das war aber so, Smite war der weirde Onkel, der bei der Familienfeier dabei ist. Er hat 70.000 Hon Earnings. Ja, über wie viele Jahre? Guten Appetit, Sono. Wait. Was ist denn das da? Schnellreise freischalten. Ja, please. Achso, das sind die Schnellreisepunkte. Okay. Wir kriegen noch Technologiepunkte. Das ist natürlich auch awesome. Achso, M war die Map, ne? Genau. Da sehe ich halt schon, dass es schon ein paar Sachen gibt auf der Map. Noch ranzoomen. Okay. Sieht schon hübsch aus. Und es ist halt wirklich der Earth Tree. Es ist halt actually Elden Ring. Mit Pokémon gekreuzt und Ark. Also auch, dass da der Hügel ist mit irgendwie so Städten drauf und da der Urtree, das ist doch 1:1 der Stadt von Elden Ring kopiert, oder bin ich doof? Ich komme hier aus so einer Ruine raus und sehe einen Urtree und da in der Entfernung einen Berg mit Zeug drauf. Ja, also, es ist nicht unbedingt schlimm, dass das so gekreuzt ist, aber es ist schon ein bisschen witzig. Copy-Paste, 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 fertig. Ja, ich muss schon noch ein bisschen was anpassen, damit es funktioniert, glaube ich, aber so generell finde ich das schon. Kann ich die anmachen? Nee, kann ich nicht. Das ist doch nicht Elden Ring, Kappa. Genau. Ich glaube, mir wird auch kälter, wenn es Nacht wird, oder? Ich glaube, es wird unfassbar dunkel. Wir müssen auf jeden Fall mal kurz hier nochmal nicht eine Pellbox, sondern eine Werkbank bauen. Achso, hier. Geht schneller. Ich brauche meine Fackel. Hörst mir richtig. Hör auf, mir einen zu blasen beim Arbeiten. What the fuck? ich könnte noch Pellbox, eine Steinaxt. Achso, eine Axt sollte man vielleicht auch bauen, wa? Achso, ist das eine Leine? Jo. Das ist ja cute, wie der baut. Also süße Animationen kriegen sie schon hin. Das muss ich einfach lassen. Das ist schon irgendwie süß. So, Rückbaumodus. So, jetzt haben wir nämlich eine Fackel, sehen wir auch was. Das machen wir so schneller arbeiten. Komm ich jetzt gleich der Tree Sentinel? Hoffentlich nicht. Wenn nicht ein Tree Sentinel ins Gesicht kriegen. Okay, jetzt pennen die hier auch alle. Okay, okay. Kann ich mir der Fackel auch zuhauen? Ich kann auch mit der Fackel zuhauen. Wird natürlich instant geklippt. Bett am Arbeiten. Ja, ja.
Ja. Hast du doch ein Discord-Solo? Wolltest du nicht essen gehen? Hast du nicht vorhin gesagt, ich will mal kurz was essen? Oder warst du jetzt schon essen? Oh, eine Palsphäre. Die nehme ich doch mit. Habe ich gesagt oder habe ich gegessen? Ich fahre jetzt, okay. Und du gehst immer zur Oma oder zu den Eltern? Tschüss. Schöne Grüße, unbekannterweise. Eine Handfahrt spendet Licht und schützt vor Kälte. Ja, das habe ich gemerkt, danke. Zu den Eltern, ja genau. Irgendwie war das, dass du jetzt jemanden hinfährst. Okay, die Schafe und die spenden, aber die Hühner sind einfach munter. Okay. Bukrates. Ruhe 4, das wollte ich wohl noch nicht hin, sagt's mir. Zumindest. Ich finde die Namen tatsächlich auch ziemlich cool von denen. Achso, ich habe Hunger. Nee, okay. Wir sollten vielleicht doch mal jetzt hier. Moment. Lagerfeuer bauen. Und während das baut, machen wir noch eine Paarbox. Hier so hin. Moment mal. Kann ich das abbrechen? Halten zum Stornieren. So. Keine Gegenstände der Warteschlange. Gegrillte Beere, Spiegelei. Welches Ei wird dafür jetzt benutzt? Da habe ich ein bisschen Angst. Hier, dann lieber Lammball-Kebab. Okay, das macht er nicht. Das muss ich selber machen. Kochen muss ich selber. Ich wollte jetzt aber bei den Technologien noch das erforschen. Bogen, Pfeile. Mieses Bett. Ja, mieses Bett hört sich. Und Palstrohbett hört sich gut an. Stoffkleidung. Hört sich auch gut an. Futtertrog hört sich auch gut an. Alarmglocke. Wenn du Lage ändern kannst, dich an jeder Zeit fest und deinen Pals beim Eindringen zurückschlagen und sich auf die Arbeit konzentrieren sollen. Klingenfalle. Wird festgesetzt, nur für kleine Pals und Menschen. Okay. Schild hört sich auch gut an. Dein Speer. Gib mir mal meinen Kebab. Mache ich den jetzt? So? Benutze ich den? Ich will ihn auf mich geben. Ich will nicht mein Hals geben, ich will selber futtern. Christische Glammfleisch mariniert, intensiven Charakter und volles Aroma. Wie gebe ich das mir selber? Ah, hier, Better Ben. Ich bin auch ein Perl. Völlig übersehen. Hallo? Geht's Ihnen gut? Kann ich Ihnen helfen? Oh, ich brenne, weil ich übers Feuer gelaufen bin. Wie kann ich ist eine Ausweichrolle? Hilfe, wie werde ich das Feuer wieder los? Hallo. Okay. Man muss ein bisschen aufpassen, wo man hinrennt. Ich wollte bauen. Holztruhe, Holzfundament. Das wollte ich bauen. So. Gerne noch eins. Da wollte ich die Palbox drauf bauen. Was? Der Boden muss vollständig aufliegen. Was? Ich bin irritiert. Bauen in Folge. Zurück zum Baumenü, Backspace. Aber wohl noch mehr Fundamente. Achso, bauen in Folge sollte ich mal machen, wa? Rechtsklick, bauen in Folge. Nein! Wie das immer so ist, ne? So, Palbox. So, F-Palbox Management. Warum bist du rot? Level-Synchro, Level 5 ist... Achso, das ist ein Level über mir, oder was? Habe ich das Gefühl?
Was kann das hier eigentlich? Die können, glaube ich, immer irgendwas. Das kann helfen. Hier, machen wir das so. Gegrillte Beere. Produktion beginnen. Solltet ihr Zeit nicht auf Familie verbringen? Ah ja, okay. Wo ist das jetzt? Also wird man direkt geblamed dafür. Nicht genug Material. Mir fehlt Holz. Okay. Oh shit. Baust dir Palladium ab, ne? Das muss ich aber noch einsammeln. Kann das sein? Keine Ahnung, was ich jetzt dann hab. Jeweils. Das ist es nicht, das ist es nicht, da ist die Axt. Schlagt immer noch auf einen abgegrasten. Okay, ah, meint. Ich muss gedrückt haben. Falls die kein Bett haben, bekommen schlechte Laune. Ja, ich bin ja schon dabei, ganz entspannt. Ich bin ja schon dabei. Halt Strohbett, hier. Darf ich es überall nicht hinbauen? Ja. Baut ein eigenes Bett. Oder baut euer eigenes Bett generell. Wäre ein geiler Beat. So, gesund und munter. Baue eine Holztruhe, aktuelle Mission. Den Status zu verbessern. Habe ich schon. Fange 5 Lampe ein und erhalte Erfahrungspunkte als Boni für den Palindex. Ich muss wahrscheinlich mal noch eine Werkbank bauen, um hier noch ein bisschen weiter basteln zu können. Ich war schneller als ihr. Hilf mir! Mein Erfahrung. Wie hießen die Viecher nochmal? Kativa. Hm. So, wird auch wieder Tag. So, Lambal soll ich fangen. Okay. Where Lambal? Du bist doch Level 4. Dich kann ich doch mit Safe irgendwie fangen, oder? Oh shit. Ich hab ihn kaputt gehauen. No, das wollte ich nicht. Oh. Ich wollte nicht kaputt hauen. Ach, dammit. Bin ich natürlich voll am Arsch. Am Säckchen. Hallo? Was geht denn hier ab? Wer bist denn du? Stehen geblieben! Stopp! Halt! Alles klar. Amorest. Ist er weg? Wait, what? Bin hart irritiert. Kativa, kannst du es jetzt. Kannst du ein bisschen chillen? Ach du Scheiße, er will den Hukratis da oben angreifen. Oh! Macht der wirklich. Oh nein. Oh nein. Zum Glück kann man klettern. Muss helfen. Keine Ausdauer mehr. Komm schon. Fang ihn. 50-50. Ja. Nein! Komm schon! 58, hör auf zu. Hör auf, das Ding anzugreifen, ich will das fangen. Meine Fresse! Bleib drin! Halt die Bubbeln, meins. So, haben wir es jetzt? Bist du fertig? Sehr schön, okay. Ich habe ungenutzte Statuspunkte, sagt es mir jetzt. Okay, okay, okay. Klingt nach Final Fantasy. Ist
kann sehr wohl sehr gut sein, dass hier ein paar Sachen geklaut sind. Also ich will das gar nicht abstreiten, dass hier Sachen geklaut sind. Wie viel habe ich denn jetzt noch? Na, 4. Na gut. Da haben wir noch einen Lammball. Das ist das zweite. Oben waren noch irgendwo welche, ne? Da ist noch welche. Perfekt. Oh, und Bären gibt's ja auch noch. Oder? Jupp. Was zu futtern für uns alle. Du bist aber ein großes Lammball, oder nicht? So. Das Preis 10 Exemplar Bonus EP. Aha, man kriegt Bonus EP. Man kriegt auch Astfang EP. Kriegt denn nicht irgendwie für alles Bonus EP? Oh, ich sehe gerade. Dann gehen wir auf das. ...60 FPS, damit wir hier keine Frames verlieren. Gott, dann ist aber die Motion... Der Motion Blur ja unfassbar schlimm. Ach du Scheiße. Also Motion Blur auf 60 FPS ist was ganz anderes als Motion Blur auf 90 FPS. Können wir das mal kurz festhalten. Habe ich jetzt meine 5? Nee, ich brauche noch einen. Ich habe Final Fantasy nie gespielt, von daher merke ich das gar nicht, wenn das auf 98%. Da habe ich nicht weit genug runtergeklümpelt, das Ding. So, jetzt haben wir aber die 5 gefangen. Fange 30 Pals und erhöhe dein Level. Baue die Anlage und erhöhe die Lagerstufe auf 7. Okay. Auch mehr Palladium, glaube ich. Die Ausdauer hochgehen lassen wieder. Ich würde gerne mein Ei ausbrüten. Ehrlich gesagt. Ukratis. Achso, Steinraum spielt auch noch ein bisschen. Was geht denn ab bei euch? Kannst nicht fliegen. What the fuck? Ja, ich hab gleich keinen Platz mehr im Inventar. Mein Inventar ist unten voll. Ich habe hier ungenutzte Statuspunkte. Ich könnte einfach mein Inventar fetter machen. Essen brauche ich auch noch. Und brutzeln müssen wir. Weil wir Hunger haben. Hochgestuft. Ach, ich level die einfach, wenn ich XP im Prinzip krieg, kriegen die auch XP, die ich dabei habe. Aha. Aber ein Level 7 Hookrad ist jetzt, aber ich bin selber, glaube ich, zum niedrigen Level. Aber geil, wir machen da heiße Quellen und biete ihnen etwas erholen, damit sie schnell wieder an die Arbeit gehen können. Aha. Die haben also irgendeinen, sag mal, Erschöpfungswert. Die Pals, die arbeiten, und wenn der zu niedrig ist, dann pennen die einfach und chillen und machen nichts mehr. Und je besser die Erholungsoptionen sind, desto eher arbeiten die wieder. Ah ja. Was passiert eigentlich mit Pals, die jetzt über dem eigenen Level sind? Frag für einen Freund. Na, ich habe jetzt einen Level 6er und Level 7 und selber erst Level 5. Ist das dann die Pokémon und die haben keinen Bock mehr auf einen? So, Bärensamen, gegrillte Beeren. Beaver bauen, ne? Hab ich nicht noch einen Futtertrog oder sowas gehabt? Hier, Futtertrog. Das ist nicht genug Material, Holz. Aha. Ja, dann müssen wir noch ein paar Bäume abreißen, würde ich sagen. Mach den Baum weg. Oh, ich bin überladen.
Voller Druck. Mach mal mein Bauviech. Ich wollte mein... Ich habe wieder nicht genug Holz für mein eigenes Bett. Ach Mann. Okay, die sind irgendwie riesig, die Viecher. Warum gibt es das Vieh nochmal mega riesig? Also warum gibt es das in dem und nochmal viel, viel größer? Ja, ich kann jetzt nicht mehr schnell laufen. Ich wollte mir mal ein Bett bauen. Mann. Ein Springen kann ich auch nicht mehr. Okay, ups. Hier, kommt direkt daneben. Drehen. Ah. Damit ich die Nacht überspringen kann. Einfach rein. Da hinten ist Feuer irgendwas. Sehe ich gerade. Das sieht aus wie ein Feuer entwickeltes Evoli. Oder Vulpix? Vulpix Evoli Mix? Irgendwie sowas. Was ist denn eigentlich der Perl gerade, den ich hier habe? Der haut unten da. Der baut Steine ab. Er hat vielleicht erstmal kurz noch eine Holztruhe bauen. Weil wir, glaube ich, sonst gleich zu viel Zeug im Inventar haben. Und so wie ich das bei Pizmit gesehen habe, sind Lagertruhen, die du im Lager benutzt, halt automatisch dann benutzt, um Sachen zu bauen. Ich glaube, die Truhe steht verkehrt rum. Naja, egal. Gewöhnliches Ei, knisterndes Ei. Ja, wait. Ich wollte es nicht austauschen, ich wollte es reintun. Wenn ich einfach. Rechtsklick, okay. Mein Fleisch habe ich ja auch noch. Lampenfleisch. Stein. So. Dann mache ich das halt hier. Wie lange hält das in so einem Futtertrog? Hallo? Irgendwie? Okay, das kann ich jetzt sogar nochmal machen. Anscheinend das Fleisch verbrutzle ich dann direkt, indem ich so ein Kebab mache, glaube ich. Hier kann ich auch nochmal welche machen. Weil ich nicht vorhin alle gemacht habe. Ich dachte, ich habe vorhin alle gemacht. Und ja, ich habe noch Statuspunkte, die ungenutzt sind. Danke, Spiel, dass du mir das permanent anstatt. Man kriegt einfach XP für jeden Scheiß, den man macht. Du kannst deine Palbox verbessern. Ha? Lagerverbesserung. Lagerverbesserung hier. Baue Pal Strohbett. 1 von 3. Okay. Wie ist das Baumenü? Als Fundament. Ist ein bisschen im Weg, mein Freund. Aber hier kein Holz mehr. Wir brauchen wieder mehr Holz. Die Bären nicht mitgenommen. Das ist natürlich smart. Die ganze Zeit mein Cutty war gar nicht draußen, was mir helfen kann. Das ungenutzte Statuspunkt habe ich ja auch noch. Hier, Werte erhöhen. LP wahrscheinlich mal hochnehmen ist ganz gut. Der Angriff macht halt wirklich fast nichts, ne? Arbeitstempo. So. Ist Arbeitstempo auch das hier? Ich habe den Verdacht, nein. Aber es ist nur so ein Verdacht. Der Paar ist hier kein Bett, um zu bauen. Ich bin schon bewusst, ich bin ja dran. Ich baue ja meine Base schon größer. Wegfindung ist. Ich glaube, ich sehe noch ein paar Early Access Probleme. Die Wegfindung ist schwierig.
Ich muss rechts klicken, nicht links klicken. Kommt er echt nicht hoch, ne? Ja, noch ein paar brauchen in der Zukunft, bestimmt. Ich glaube, das ist die Arbeitsgeschwindigkeit, die ich da erhöht habe. Oh. Oh, ich jetzt schneller? Nee. Mein Pal baut, glaube ich, sogar schneller als ich, oder? Nee, er baut langsamer. Er baut eindeutig langsamer. So, jetzt haben wir auch eigentlich wieder genug Strohbetten. Hallo Lisa, wunderschön. Gesehen, du hast das Spiel auch schon auf der Wunschliste. Lagerverbesserung, wuhu. Immer noch einen hier runterziehen. So. Höhe auf Stufe 7, was ist man jetzt schon auf Stufe 4? 30 Pals und, Moment, wie viel haben wir? Wir haben gar keine. Wir brauchen mehr Holz. Wir brauchen konstant mehr Holz. Immer das gleiche. Nötigt Feuererzeugung. Hast du schon gespielt, Lisa? Ich habe nur gesehen, dass du es auf der Wunschliste hättest. Hattest, meine ich. Wasser! Da ist noch ein Feuerbumsis. Vielleicht mal demnächst angehen sollte. Aber erstmal, haben wir eigentlich Holz? Hast du bei Gronkh gesehen? Bei Gronkh habe ich gestern auch kurz reingeschaut, wo er sein, ich glaube, erstes Shiny gefunden hat. Vermutlich, dass es das erste war. Er war sehr, sehr aufgeregt. Guck mal zu mir. Er hat 3, okay. Dann sind die häufiger, als ich dachte. Brauchen wir noch mehr Holz? Wir haben jede Menge Holz mit. Aber Shinies sehen farblich gar nicht anders aus bisher, oder? Die machen nur so komischen Shiny-Sound. Kann das sein? Und haben halt so ein Ding um sich rum. Es sind 2 gefunden, okay. Ich könnte mal ein Schild, glaube ich, bauen. Das ist, glaube ich, wichtiger. Um mich ein bisschen verteidigen zu können. Würde ich jetzt sagen. Oh, die Wolldinger bauen auch Sachen. Ist es automatisch ausgerüstet? Ja, habe ich. Steinspeer. Für besseren Kampf. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ich würde mich. Also. Ich bin eigentlich nicht so der Survival-Spieler, aber. Das Spiel hat ja noch ein paar andere Optionen. Let's go. Wir brauchen jede Menge. Mein Vieh hilft mir irgendwie nicht so viel, wenn es da drüben rumsteht und die Lampe anmacht. Wo rennst du denn hin? Jetzt rennst du da drüben irgendwie rum. Okay, da macht es keine Hilfe mehr. Ja, ich habe ja schon 30 Pels, muss ich fangen. Habe ich hier die Anzeige. Die sehe ich sogar. Baue einen Bärengarten? Bärengarten. Eine Farm für Schafe, Hühner und ähnliche Pelz, weiß ich der Farm geeignete Pelz zu und sie werden automatisch Gegenstände produzieren. Ah ja. Feuerbogen. Das haben wir uns versetzt. Pals mit Feuerpfeilen im Brand, um sie leichter fangen zu können, nur die Feuerpfeile. Hölzer- und Wohnzimmermöbelset. Ausrüstungswerkbank. Statue der Kraft. Bringe Opfer da, um dich und deine Pelz stärker zu machen. Aha. Wohin? Standfackel? Ach, Handfackel und Standfackel. Ah ja. Und die kenne ich noch nicht, okay. Holz und das Möbelset. Ach, Xan.
Ich habe nicht genug Steine und nicht genug Holz. Das ist das Typische halt. Nicht genug Steine und nicht genug Holz. Dass man nicht Sachen platzieren kann. Kann ich Sachen platzieren? Vielleicht habe ich das ja falsch gemacht. Hallo, B. Ich kann Sachen nicht platzieren und sagen, bau doch den Scheiß ab, damit ich, will ich das dann... Wenn sie bauen ja Sachen ab. Offensichtlicherweise. Zumindest, Moment, fällt mir ein, da wurden doch vorhin... Ha! Fürchte, ich muss den Gang wieder frei machen, weil die Perls nicht mehr hochkommen. Okay. Kommst du jetzt wieder hier hoch? Du kannst dir was zu futtern holen? Ich sehe gerade, aber Steine haben wir hier eigentlich genug liegen. Bist du nicht? Angsthase, Motivationscoach, diese Pelle hat Hunger. Okay, ich kann die aufheben. Okay, okay. Ja, Online-Korb weiß ich. Ich wollte jetzt nur gerade nicht Online-Korben. Dann futter doch was. Ist hier nichts mehr drin? Ist noch was drin? Futter doch was. Geh doch. Holzfundament. Dass die Perls also im Weg zählen, wenn man ein Fundament ersetzt, ist ein bisschen anstrengend. Danke. So, fangen wir mal an, hier eine Wand zu bauen. Sollte man wahrscheinlich dahin eine Tür bauen. Brauchst du das eigentlich mehr oder weniger Holz? Gleich viel. Auch noch eine Tür. Die Tür kostet weniger Holz? Wait. Nee, die kostet gleich viel. Kostet immer zwei, ne? Ja, okay. Nichts gesagt. Kostet gleich viel. Nee, Lisa, ich habe heute erst angefangen mit dem Spiel. Ich habe noch nicht so viel Ahnung. Ich habe einfach nur wild Sachen gefarmt, mehr oder weniger. Im Holzhacken hilft mir das Ding aber nicht, aber Steine abbauen können die irgendwie, ne? Laut Anzeige. Waffenbruch. Aber keine Reparaturwerkstatt fällt mir gerade auf. Reparaturbank. Ich darf ja wohl noch laufen. Okay, dass diese Palbox so riesig ist, ist irgendwie komisch. Egal. Ja, baut, ihr Schweinchen. Hat schon was, einfach zuzugucken und gucken, wie es fertig wird. Reparieren. Gegenstand reparieren. Hä? Achso, das war's schon. Das aktualisiert aber die Anzeige hier nicht, aber der ist, glaube ich, repariert. Okay. Und das wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich wollte irgendwas bauen, oder? Achso, ja, Wände. Beim Wändebauen waren wir. Ja, in diesem Bereich nicht gebaut wird, das war ein spezieller Boss. Ist das gewesen? Oder ist es die Palbox? Du machst mich fertig. Spiel, du machst mich fertig. Jetzt darf ich hier nichts bauen, weil es zu nah an der Palbox ist oder was? Ach du Scheibenkleister. Oh Mann. Ja, also die Flächen, die Dinge einnehmen, da müssen sie nochmal nachbessern, habe ich so das Gefühl. Oh, warum liegt denn da noch eine Palsphäre? Das habe ich ja völlig verpeilt. Einsammeln. Ja, und Ausdauer ist gar nicht so wenig, ne?
Thema. Also, das ist so ein bisschen Strecken des Contents, dass man so viel Ausdauer für alles braucht. Mich eigentlich noch Technologiepunkte, um mir. Nee, Stoffkleidung habe ich ja schon. Wie stelle ich eine Stoffkleidung her? Muss ich mal Stoff herstellen? Ich bin ganz am Anfang. Oder ist das zufällig, wo man startet? Da. Ja, ziemlich am Anfang. Ich habe am Anfang diese Ruine da erkundet. Und da noch ein paar Sachen gefunden. Achso, jetzt haben wir kein Lagerfeuer mehr. Jetzt brauchen wir wieder Lagerfeuer bauen. Ein paar Strohbitter, Reparaturwerkbank. Achso, wir sollten wahrscheinlich noch ein paar Sachen in der Technologie erforschen, wenn wir noch Technologiepfeile haben. Einfacher Gleitschirm. Eine halber Gleitschirm für deinen Symbol. Hört sich gut an. Ich glaube, ich muss mal Dingens herstellen. Wie viel, wo habe ich denn noch? Sehe ich noch, ich habe nur 8 Punkte. Alten Bogen, Gegenstand, Reparaturset. Ja. Natur der Kraft, Standfackel. Ja, so. Müsste es hier da. Wenn ich denn mal hier. Wo muss ich denn da hin für so eine Fackel? Stell die mal hier so in mein Ding, damit ich das ein bisschen besser sehe, dass hier ein bisschen. Moment, die ist aber nicht an. Machen. Anzünden. Ah ja. Statue der Kraft, die brauchen wir auch noch. Die Stämme irgendwie, Moment. Hier ist da helfen wir mit. Ja, das ist groß. Ja, das habe ich gesehen. Aber ich bin gefühlt noch nicht in der Lage, jetzt hier krass durch die Gegend zu mich zu bewegen. So. Fanggeschick erhöhen. Benötigt ein. Erhöhen. Am Fanggeschick einmal erhöht. Als verstärken. Als verstärken. Also da brauche ich die, dafür nehme ich die Seelen. Okay. Ja, der Lambal hat es nicht so mit. Also den müssen sie, glaube ich, ein bisschen weiter unten machen, wenn der schläft. Muss es überdacht sein. Ach, come on. Muss es überdacht sein. Na gut. Holzdach. Jetzt zufrieden. Perfekt. Hm. Dieser Perl arbeitet richtig fix. Jetzt bei einem stehen. Okay, die gehen automatisch auch wieder aus. Die Fackeln, okay. LOL! Das ist aber der nächste Haufen Steine und Holz. So, fangen wir doch mal hier noch an die neuere. Oder welche ich noch nicht kenne, besser gesagt. Ah! Was bist du denn, ein Melpaka? Du siehst ja knuffig aus. Oh Gott, bei mir mache ich ja gar keinen Damage. Alles klar. Okay, nee, bei euch rennen wir weg. Da muss ich, glaube ich, mit Pfeil und Bogen kommen. Da muss ich, glaube ich, mit Pfeil und Bogen. Oh. Aber du bist Level 5. Bei dir kann ich eher was machen, glaube ich. Die anderen waren Level 9. Okay. Hey, tschüss.
Lass mich doch in Ruhe, hört auf, mir hinterher zu laufen. Aua! Endlich Final Fantasy Musik. Jetzt wird hier gefeidet oder was? Ah ne, jetzt haben sie sich doch zurückgezogen, okay. Okay, ich bin nicht so ein Fan von den Nahkampfsachen. Jetzt habe ich eigentlich hier schon wieder Fleisch. Keiner von meinen Leuten grillt sich jetzt von meinen Viech dann. Muss ich glaube ich noch ein bisschen besser verteilen. Achso, ich soll ein Bärenbeet bauen, da waren wir eigentlich dabei, ne? Ich wurde schon wieder abgelenkt. Ein Bärengarten wäre doch jetzt irgendwie draußen smarter, wa? Boden muss vollständig aufliegen. Hä? Okay. Ist ein bisschen verwirrt, das Spiel an manchen Stellen, wa? Nicht genügend Material. Ich muss mal oben gucken, damit ich sehe, wann es fertiggestellt wird. So, sehen. Das dauert ja ewig, das sehen. Holy, Mission erledigt, kannst du die Pellbox verbessern. Boop, boop. Scheiße, dauert das ewig. Aber ich glaube, das hätte ich auch in Pell machen können, oder? Weil dieses grüne Symbol hatte ich schon ein paar Mal. Jetzt Bewässerung haben wir natürlich noch nichts. Werden wir noch eine Holzkiste bauen müssen, wenn wir noch dafür genug haben. Da. Kann diesen Bereich nicht gebaut werden. Ach, David, Moment, aber da geht's. Ich bin eigentlich auch schneller, bevor ihr überhaupt da seid. So, dann kann ich die Samen da reinlegen, Fasern, Holz, der ganze Shit. Mir ist auch das. So. Was war denn mit Geld? Goldmünzen? Nicht rausgefunden. Das war das Reparaturding. Moment, wo war denn Minecrafting? Dann fängt es wieder an, von vorne an mit der Ablauf. Sind noch ein paar Bugs drin, würde ich mal behaupten, ne? Wenn es da von vorne anfängt und das Lager sortierst. Ups, ich wollte nicht tauschen. Was? Da hat man gerade irgendwie. Flauschiger Schild! Ich verteidige mich! Geht man nicht so schnell eben. Ich habe irgendwie mein Crafting verloren. Eine tiefe Werkbank habe ich, glaube ich, abgebaut, ne? Baut, ihr Schweinchen! Ich wollte mal Stoff herstellen. Baut, du Schweinchen! Kann ich hier nicht umbenennen? Nee, ne? Oder doch, muss gehen. Ich habe es letztens irgendwo gesehen, dass die umbenannt waren. Das ist irgendwie in der Pellbox. Workaholic. Oh, die haben passiv für ein Grobian. Workaholic. Dann will ich ja einen Workaholic draußen haben, oder? Handwerksmeister. Unbelastbar. Duckmäuser. Angsthase. Frohnatur. Geistig labil. Angsthase. Motivationscoach. Aha. Blitzschnell. Motivationscoach. Grufti. Ich will, glaube ich, den Blitz schnell draußen haben. Okay, hier haben wir unseren Stoff. Aber. Achso, doch, jetzt kann ich hier Stoffkleidung herstellen. Und dann. Let's go.
brauche, glaube ich, einfach mehr. Es ist einfach schön zuzugucken, wie man anders arbeitet. Aber ich glaube, wir brauchen vor allen Dingen mehr Holz. Eigentlich alles. Wir brauchen alles mehr. Wahrscheinlich. Aber die wachsen nach, die Bäume. Ich glaube, die habe ich schon mal umgegrenzt. Okay. Die wachsen aber auch nur. Es geht auch in Kisten. Das Craften? Oder was meinst du? Achso, du meinst mit dem Sortieren mit der Zeit, dass das wieder neu abläuft. Jetzt finde ich das nicht so schlimm. Oh, ups, Lambal. Sorry. Foxparks. Das heißt Foxparks? Das ist irgendwie nicht deutsch. Nehmen wir mal ein bisschen hier wahrscheinlich Metall oder sowas mit. Erz gibt's hier, okay. Mit Erz will ich, glaube ich, noch gar nichts anfangen. Fällt mir gerade so ein. Das ist irgendwie noch eine Technologiestufe über mir, so, glaube ich, insgesamt. Ich glaube, ich brauche eher Stein als Erz. Wo geht's denn hier noch so hin? Können wir hier noch ein bisschen erkunden. Was geht denn hier noch so ab? Da gibt's noch mal ein Pärchen. Die Kati war, glaube ich, immer ein Pärchen unterwegs. Kann das sein? Weil ich ein bisschen cute finde. Oh, ich bin zu überlastet. Fuck. Ich kann mich gerade nicht leveln. Ich kann die Sachen doch einfach abwerfen in meinem Gebietsbereich. Dann tragen die doch in die Truhe, oder? Wenn die schon in der Truhe sind, die Sachen. Habe ich zumindest vorhin irgendwie gesehen, dass die Sachen getragen haben. Wenn ich jetzt hier... Ja, wie lasse ich den Sachen fallen? So? Abwerfen. Ja genau, die nehmen nämlich Sachen mit und tragen die dann. Perfekt. Genau, perfekt. Das ist ja alles, was ich wollte. Ich muss es nur hier reinlegen. Awesome. Ich glaube, ich sollte aber mehr von den Viechern dabei haben. Ich muss einfach mehr fangen, glaube ich. Einfach nur Masse statt Klasse. Okay, so. Hä? Okay. Das ist so richtig, klappt das noch nicht mit der Wegfindung. Ich glaube, die haben sich gegenseitig geblockt. Oder auch nicht. Bin irritiert. Die haben eine ganz schön weite. Wir können, wenn die von hier das da hinten greifen können, dann können die ganz schön weit greifen. Holy fuck. Ich gehe nur zur Brücke und hol das dann, oder? Okay, oder das ist anscheinend zu weit weg. Die holen sie nicht, die Erze. Hier ist daran, dass es Erze ist, oder? Moment, jetzt probiere ich was aus. Erz mögen sie nicht tragen anscheinend. Ach doch, der schon. Der, den ich dabei habe, der trägt auch Erze. Ha. Muss ich nochmal ein bisschen gucken und rausfinden, was da abgeht. So, wir sollten einfach... Habe ich noch ein paar... Ich habe noch 10. Na gut. Und achso, und die Stoffkleidung. Hübsch. Und den Gleitschirm sollten wir herstellen. Ist ja lustig, wir können mit einem Perl zusammenarbeiten, aber es können nicht zwei Perls an einem Produktionstisch arbeiten. Das ist ja auch lustig. So, jetzt haben wir einen Gleitschirm. Ja, genau, jetzt können wir gleiten. Und sonst Reparaturset können wir noch machen. O3. Noch schneller! Wuhu! Damit wir Sachen unterwegs reparieren können. Falls hier irgendwas kaputt geht. So, dann machen wir uns doch mal auf. Wir hatten. Achso, ich wollte eigentlich einen Bogen bauen. Yeah. Vergiss die ganze Zeit, was ich machen wollte. Wenn mich irgendwas anderes ablenkt.
Okay, ich weiß, warum man den Feuerbogen erst später holt. Hm. Ich sehe das Problem. Ja gut, dann pieksen wir uns jetzt durch die Sachen. So, dich haben wir zum Beispiel noch nicht. Du bist Level 4. Das kriegen wir ja wohl hin, oder? Auch wenn du... Oh, egal. Noch einen hätte ich nicht machen dürfen, glaube ich, sonst wäre tot gewesen. Komm schon, fang! Jawohl. Hochgestuft. So. Achso, wir könnten mehr Chicky-Picky für Eier, ne? Ups, das war nicht zu viel. Hoppala! So. Noch ein Schickipicki. Ich hoffe, wir haben einen Ball durch die Gegend geschmissen. Wo ist denn jetzt das Feuerding? Da ist das Feuerding Fox Parks. Hallo. Hätte ich gern gefangen. Lol. Ey, das Mamorest Level 38 ist, glaube ich, noch nicht so mein Ding. Vor allem ist das, glaube ich, ein Raid-Ding. Hey, Level Up. Wild Fox Parks Team. Jetzt ist eine FIFA und es wird manchmal ein Ei legen. Was ist das? Daydream Halsband benötigt. Fox Parks geschimpft. Okay, Daydream kann auch irgendwas. Oh, da ist noch eine Truhe. Irgendwas Besonderes, eine Fähigkeit. Okay. Die kennen wir aber noch nicht. Dir geht's nicht so gut, Fox Parks, ne? Sonst würde ich dich ja nutzen. Ich glaube, die bei dir ist noch nicht so gut. Würden aber noch ein paar in der Richtung fangen eigentlich. Daydream oder Fox Park oder sowas wäre schon noch ganz gut. Kann ich? Hm. Ihr Dinger seid ein bisschen schwierig. Ihr habt ordentlich rausgehauen. Achso, Moment, wir können mal noch mal kurz gucken. Team. Nein, bei dir wissen wir noch gar nicht, was du kannst, oder? Essensmenge, Feuererzeugung Level 1 kannst du, sonst kannst du nichts. So, was haben wir hier? Und ich glaube, ich werde Lumis Lieblingsanfangsvieh, habe ich gerade gefunden. Es sieht, also, das sieht ja so cute aus. Es rennt weg. Hier geblieben. Oh, ich habe... Wait. Ich hab die guten Ich hab die Superbälle benutzt. Scheiße. Das ist mir nicht aufgefallen. Dieses Pferd besteht aus einer baumähnlichen Substanz. Wenn Gummus sein Hütchen verliert, fängt es an zu faulen und stirbt. Oh, what? Das ist ja düster. Das ist ja düster. Schild, Baseballschläger, Steinbruch. Damit kannst du Steine in der Lager abbauen. Für die Arbeit benötigt man Pelz. Die Bergbau beherrschen Holzfäller. Oh, Holzfällerlager. Steinbruch, das hört sich sehr wichtig an. Foxparks Geschirr. Achso, wir sollten vielleicht mal den normalen Bogen und. Ah, Shit und Pfeil forschen. Dammit! Dann müssen wir wohl noch ein bisschen leveln. Und immer wieder Talsphären finden, die hier irgendwo rumliegen. Da ist noch eins, das wir. Hallo! No! Ach, du brauchst ja ewig, bis du angreifst. Ja, ich glaube, es fangen alle an der gleichen Stelle an, tatsächlich. Ich hole das Ding jetzt mal zurück. Also würde ich vermuten, dass alle an der gleichen Stelle anfangen. So insgesamt. Ich glaube, die Base später zu bewegen, ist aber echt aufwendig, ne? Insgesamt. Also ich gehe stark davon aus, dass die Map immer die gleiche ist und man immer an der gleichen Stelle startet aktuell.
ist halt Early Access. Wenn du, glaube ich, woanders dich aufbauen willst, musst du halt erstmal ein Stück laufen, wobei das ist ein bisschen schwierig. Oh ja, die von euch will ich noch mehr haben. Hier geblieben. Hast du noch eine Base? Ah, das wusste ich nicht. Das erklärt natürlich einiges. Dann nehme ich halt dich. Dich kenne ich auch nicht. Fang, 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 fang. Oh Gott, da hat's geleckt. Hat eine feine Wolle als Lampe und eigentlich auch sonst besser als Nutzvieh. Historisch gesehen wird es jedoch für gewöhnlich als Haustier gehalten. Niedrig. Er zahlt sich einfach aus. Okay. Aber die Kativas rennen echt viel weg. Das ist ein bisschen anstrengend. Oh, da ist noch was Leuchtendes. Sehe ich ja schon hin. Schwimmen darf ich ja, ne? Habe ich genug Ausdauer, um darüber zu schwimmen? Testen wir das mal. Da kann eine Schnellreise. Ne, die habe ich noch nicht. Die habe ich noch nicht. Kann ich schnell schwimmen? Oh, da wäre ich hungrig direkt spontan, wenn ich schnell schwimme. Nom, 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 nom. So, da habe ich noch so eine komische Statuette. Wait, wo war denn Schnellreisen? Achso, da, hier, Hochland. Nee, habe ich noch nicht. Mach ich gleich. Es hat schon noch viel Erkundungsfaktor, finde ich. Das ist eigentlich ganz geil. Dass man immer in allen Ecken mal so ein bisschen was findet. Finde ich eigentlich ziemlich nice. Es ist ein cooler Mix aus Spielen. Es macht nichts wirklich neu, aber es ist eine einzigartige Mischung aus Spielen. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Muss ich mal so sagen, jetzt so das erste. Da oben ist auch noch so eine Statue, ich sehe es. Da oben. Da. Weiß nur nicht, wie ich da hinkomme. Oh, da ist noch ein Ei. Eier nehmen wir mit. Bevor ich die das nächste Mal wieder suchen muss. Ich glaube, die kann man ausbrüten irgendwann, habe ich so gesehen. Da kommen dann manchmal auch, glaube ich, spannende Sachen raus. Weil wahrscheinlich aus den gewöhnlichen Eiern nicht so viel Spannendes kommt. Also mein Tipp. Da ist die Schnellreise. Die meinst du, ne, Lisa? Die hatte ich noch nicht. Wie geht's dir eigentlich so? Du warst dann jetzt ein Weilchen nicht mehr da, weil ich, glaube ich, kein World of Tanks mehr gespielt habe. Hast du die neue Ranked Season in World of Tanks gestartet? Schnellreise. Oh, Technologiepunkte erhalten. Sehr gut, dann kann ich mir doch hier. So. Oh, und Wasser. Wasserviecher haben wir auch noch nicht. Komm mal her. Wasser, Eis. Penguin. Triff mal nicht. Fightet! Oh, 62% nur. Ist aber nicht so geil. Jawohl! Wild- und Forstmeister. Der Flügel kann sich zurückbringen, dann kann ich fliegen. Der Gegenstand vom Himmel ist jedoch immer wieder gering verankert und es wird immer. Sucht das immer und immer wieder. Oh! 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 Oh. Cute! Also, cute können sie. Können wir mal festhalten. Foxbugs, hier geblieben. Oh, hier ist noch ein Händler. Servus. Das ist so Elden Ring, das Ding hier. Veteran. Guten Tag. Du bist wohl von außerhalb. Ich habe kein Problem, wenn du schon hier gelandet bist, oder dass du ein paar Pals fangst. Die ersten 10 gefangenen Pals eines Spezies bekommst du sogar mehr EP. Je mehr Pals dein Trainer fängt, desto besser wird er. Hier kannst du haben, hau rein. Palladium-Bruchstücke, 5 Stück, oder was gab's jetzt? Okay, was gibt's hier sonst noch so? Liefenmuck, aufheben. Achso, Notizen. Ja, okay. Notizen gab's schon mal ein paar. Das ist ja wieder ein Pärchen. Oh! Dass die auch so durch die Gegend, so paarweise durch die Gegend, ist schon, also das ist nicht schwierig zu programmieren, glaube ich, aber es ist trotzdem cool. Nur, dass sie nicht zusammen aggroen, ist ein bisschen unschön. Also,
Weibchen, du hättest schon deinem Männchen helfen können. Muss ich mal so sagen. Insgesamt. Wo rennst denn du eigentlich hin? Was wird denn das, wenn es fertig ist? Im Wasser irgendwie abchillen oder was wird das? Okay. Sind bei 17 von 30. Da ist noch ein Pengu. Pengu, Pengu. Achso, wir können hier auch neue... Nein, das wollte ich nicht. Neue Technologien haben wir jetzt hier. Level 7. Moment, haben wir gar nicht. Hä? Antike Technologien, Brutkasten. Oh, what? Das habe ich gar nicht gesehen. Da kann man ausbrüten. Stoff, Stein, antikes Bauteil. Muss ich antike Bauteile herkriegen? Nein, will ich nicht wissen, erfahre ich noch alleine. Nicht spoilern, bitte. Wird schon noch irgendwo klappen. Hallo, Pengu. Hier geblieben. Nicht, ich will doch mit dir knuddeln und so. Wieso kann der eigentlich auf dem Wasser laufen und ich muss hier schwimmen? Weil es ein Pinguin ist? Oh. Moment, da ist was Liedernes. Und ich höre Schritte rechts von mir. Sollte mal wieder die Fackel rausholen, glaube ich, sonst sehen wir nichts mehr. Hallo. Palsfer, Goldmünzen, okay. Wieso habe ich hier Schritte rechts von mir gehört? Hä? Okay. Das ist wie so ein Skelett. Also ich meine, ich glaube, die haben viele von den Map-Sachen wahrscheinlich einfach im Unreal Store gekauft, aber fancy sieht es trotzdem aus. Nur die Texturqualität ist ein bisschen wach. Sieht eher wie Unreal Engine 4 aus. Und ich kann, während ich klettere, Sachen aufsammeln. Das ist wiederum cool. Okay, die Pengus wollen actually vor mir wegrennen. Deswegen nimmt man, glaube ich, anstatt einen Speer lieber einen Bogen. Damit man tatsächlich auch die angreifen kann auf Range. Antikes Bau bekommt man, indem man was? Duell Academy gegen antike Machinery Decks kämpft, um die Karten nach Ende des Duells dem Gegner abknüpft. Also geht doch jetzt um Yu-Gi-Oh! Oder? Genau, Xan. Darum geht's. Geht immer um Yu-Gi-Oh! Aber Moment, der pennt aber. Und der Stufe 4, den können wir, glaube ich, trotzdem holen. Warum geht die Fackel unter Wasser nicht aus? Weil es keine Physikberechnung gibt, wahrscheinlich. Moment, du pennst, du bist Stufe 4? Let's try. Überraschung! Oh, du siehst auch so cute aus. Oh, aua. Der war schon relativ niedrig. Ich hol den mal wieder meinen zurück, bevor der den jetzt gleich platt macht. Sieht aber gut aus. Wuhu! Fange 10 verschiedene Pearls. Fleißig, lässt vom Himmel tragen, reist durch die Luftlaune umher. An ihrem Zielort endet die Reise der beiden. Was? Findet sich zwei dieser Pearls an einem Zielort, endet die Reise der beiden. Oh, Wolle. Hochgestuft. Achso, jetzt habe ich natürlich wieder ungenutzte Statuspunkte. Gewicht sollen wir, glaube ich, noch hochnehmen. Brauchen wir... Lisa, du hast schon ein bisschen mehr geguckt. Ist Angriff hochleveln sinnvoll? Nee, oder? Lieber Ausdauer, oder? Und LP, damit man schneller und weiter rennen kann. Heilung kann ich eh nicht leveln. Und Arbeitstempo will ich irgendwann eh nicht mehr selber machen. Würde ich jetzt sagen. Hast du da einen Tipp? Also LP habe ich schon mal gelevelt. Ich glaube, Ausdauer ist das, was ich lieber machen würde. Ich lasse es nochmal kurz. Mal sehen, ob Lisa noch antwortet. Jetzt haben wir hier Stufe 8. Zerkleinerer. Eine Anlage zum Zerkleinern und Umwandeln von Stein und Holz, um das Wasserrad zu drehen, benötigt man einen Pell, der Gießen beherrscht. Aha. Giftbogen, Giftpfeile, Daydream-Halsband. Durchgehend draußen zu bleiben und dir Schützenhilfe zu geben. Hölzernes Aufbewahrungs... Was? Barmöbel-Set? Okay. Das
hört sich gut an. Das kann ich gar nicht erforschen. Okay. Kriege ich wohl irgendwo anders her. Ausrüstungswerkbank. Ja, meine auch noch. Wenn wir jetzt Ausrüstungssachen freigeschaltet haben, werden wir die ja auch noch bauen müssen. Das gibt mir auch Licht. Das ist eigentlich ganz geil. Dass das Feuerpaar da einem halt Licht gibt. Können wir noch so einfangen. Wie wär's denn? Noch so ein Sellerie. Was gucken, wo ich hinziele bei ihm. Oh, oh. Nee, nicht verwerfen. Oh. Komm rein. Ich glaube, ich habe wieder einen Ball irgendwie auf den Boden geworfen. Jetzt kann ich wieder rausholen. Hier gibt es noch eine Kiste. Halsfern, Pal, Seele. War anscheinend doch selber eine Fackel. Ich habe durch die Gegend Staffel Giftschuss gelernt. Ah ja, die lernen auch irgendwann Attacken, okay. Spannend. Oh, da ist noch eine Lilantruhe. Lilantruhe. Ich glaube, die Lilantruhen sind die höchsten, ne? Ich glaube, grüne, goldene und Lilantruhen gibt's, oder? Irgendwas gepasst. Megasphären, das wirkt zumindest so vom Loot her. Guckt. Okay. Dingens scheint nicht zu antworten, dann nehmen wir jetzt nochmal Ausdauer hier mit. Langsam wieder Tag. Was bist denn du da? Ein Tiefhand! Oh! Hallo! Oh! Das Gefühl, mein, ich mach den gleich platt. Guten Nacht, Xan. Ich mach eh nicht mehr so lange. Oh! Bin geblieben. Sie befreit ganz schön dreist. Das ist ja auch mal eine Aussage. Stämmiger Wuchs, Wasserratte. Von angenommen wird, dass es seine Nase sei, große Mengen an Wasser sprudeln lassen. Die Frage, ob es nicht auch einfach nur Rotz ist, Gegenstand hitziger Diskussion. Schlammschuss gelernt, okay. Da ist noch ein Ei. Da dürfen wir noch ein paar Tiefhanten mitnehmen hier. Zwei. Angriffsstratege V. Also die Eigenschaft muss ich mir nochmal angucken, was die genau bedeuten. Neutralitätspakt ungeschickt. Weil die scheinen ja irgendeine tiefere Bedeutung zu haben. Insgesamt Luftkanone gelernt. Kann man Level 7 Eilegeding. Okay. Daydream. Perks. Decken wir eigentlich, doch, wir decken die Map dann langsam auf, okay. Level 11 chillet, aha. Wo geht's hier so hin? Juhu! Also, es ist schon cool, das Spiel. Könnte ich mir vorstellen, mit Lumi zusammenzuspielen, wenn die Bock drauf hat. Könnte mal wieder so ein gemeinsames Ding werden. Dass mir die Bauensachen mal als neu angezeigt werden, wenn ich die auch selber erforscht habe. Bin ich ein bisschen fertig. So, wir können noch ein paar Daydreams mitnehmen. Würde ich sagen. Ja, vielleicht nicht das Level 6 und das Level 4, das ist aber wieder ein Pärchen, ne? Oh, ups. Dann nehmen wir doch das Level 6. Komm mal wieder rein, bevor du wieder kaputt machst. Oh.
EP-Bonus. Fuhr, Fuhr können wir, glaube ich, auch noch nicht. Auch noch ein Wassertier. Wir haben jetzt eine wilde Auswahl an Tierchen jetzt hier. Hallo. Wassertiere laufen einfach im Wasser. Hier, der läuft einfach im Wasser, anstatt zu schwimmen. Da müssen auch schon eine Schwimmanimation kommen, Leute. Ja, gehen wir an Land. Das ist eine gute Idee. Für mich zumindest. Zack. Schweinerei, bleib drin. Jawohl. Was? Oberbergmann? Ich habe das Gefühl, du wirst bestimmte Kombinationen haben. Aus Viechtern und Skills. Da ist, glaube ich, noch eins. Wir können mal hier oben drauf gucken. Es gibt bestimmt, wenn man hier hinten hochgeht, irgendeinen Kram zu entdecken da oben. Ich glaube, das ist genau das richtige Spiel für mich heute. Ich wusste echt nicht, was ich spielen sollte. Wilderer Rookie? Das sind böse Menschen. What? Was heißt ein wilderer Rookie? Null. Okay. Goldmünze Pals, ja, minderwertige Munition. Aha. Das sind alles meine Pals, ihr Schweine. Hier wird nicht gewildert. Not on my watch. Ich bin gerade sauer, ich muss das hier, glaube ich, rausnehmen. Geistig labil. Ja, geil. So, 5 brauchen wir noch für unsere Quest. Neben dem Lager erhöhen. Hier liegen einfach Sachen rum. Können wir jetzt nicht alle retten? Geht ja nicht. Wenn wir Wilderer finden, dann finden wir ihn halt. Eier legen. Eier legen ist natürlich eine relativ unspannende Fähigkeit. Und du kannst noch nicht, aber dich nehmen wir halt mal einfach dazu. Diese Palantinus erscheint in deiner Nähe und gibt dir mit magischen Geschossen Schützenhilfe. Ja, ja, machen wir das doch mal. Magische Geschosse Schützenhilfe, da sehe ich uns. Kannst du ein bisschen von da weggehen? Von der Ecke? Au! Der ist, der macht keine halben Sachen. Wir haben eine Feuerdrüse bekommen. Gut, wir sind hungrig, das heißt, wir werden mal demnächst zurückgehen müssen. Ich glaube, einfach Bären futtern wäre jetzt eine dumme Idee. Oder? Oder auch nicht. Da sind wir nicht mehr hungrig. Als ob jetzt hier oben nichts ist. Enttäuscht. Doch, da ist was. Haha! Ein Glitzerei. Oben auf der Spitze. Ja, jetzt habe ich gerade gesehen, dass ich Menschen fangen kann. Das wusste ich tatsächlich schon. Und unter anderem sogar Spieler fangen kann. Kann ich mich jetzt einfach direkt zurückporten? Nee. Muss schon laufen zu so einer Station, um dann die Schnellreise zu aktivieren. Die Frage, wo ist denn die nächste Station? Sieht man die von weiter weg? Unten sind auch nochmal Wilderer. An Steinbrüchen, glaube ich, oder sowas. Ich würde es gerne hier runtersliden. Aber das geht nicht. Oh, wie friedlich er in der Sonne sitzt.
Hallo. Fast get one-tapped von Daydream. Du Fuck. So, wir haben wieder ein Level up. Jetzt haben wir Level 9. Tropische Tracht, arktische Tracht, heiße Quellen. Sandsack. Um sie nach Feinden Ausschau halten zu lassen. Giftpfeil, Giftpfeil, Giftdrüse, aha. Eisdrüse, Feuerdrüse. Ich glaube, die werde ich brauchen, um bestimmte Biome zu erkunden. Deswegen habe ich diesmal erforscht. Weil ich das Gefühl habe, die sind zwingend notwendig an bestimmten Stellen. Nicht runter? Ja, kann ich. Ist entspannt. Können wir hier nochmal den Cremis mitnehmen? Ja, dann brauchen wir noch ein paar. Müsst ihr jetzt mit jedem. Nehmen wir den. Gut, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte ihn wirklich reinnehmen. Wir müssen mit jedem einen fangen. Oh, wie er wegläuft. Oh. Oh, da ist noch. Was ist das denn da hinten für ein Schweinchen? So, blitzschnell EP-Bonus. Palsaft kriegen wir von dem Ding, okay. Okay, hier sind jetzt irgendwie solche. Oh, hallo. Fühl du. Ja, wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, du rennst gleich in mir vorbei. The Rusher. Oh, 50% ist nicht so viel. Ah, doch. Das Aufräumen bricht mit den Pals, die ihm ganz offensichtlich überlegen sind, gerne mal einen Streit vom Zaun. Trotz geringer Körpergröße kann Rusher einen Anlauf auf die dicksten Felsen wegkatapultieren. Aha. Ich bin zu schwer. Fuck. Wir machen das einfach. Wir brauchen mal ein Lagerfeuer. Oh, der baut auch mit. So, und jetzt machen wir hier alle und grillen. Wait, da können wir aber. Der müsste mir dann auch helfen, wenn ich hier auf Grillen gehe, oder? Ups, falsche Taste. Ne? Der fightet? What? Warum? The fuck? Okay, er macht die einfach platt. Das ist auch eine Option, dann haben wir jetzt Fleisch zum Grillen. Ich dachte eigentlich, er hilft mir hier beim Dingensen, beim Grillen. Ah ja, jetzt. Schneller grillen! Noch schneller grillen. Das ist zwar ein bisschen unrealistisch, dass einfach mehr Hitze schneller grillt, aber. Wer geht schon danach? Wer geht schon danach? Moment, die geistige Gesundheit geht hoch von dem Ding. Beim Kochen, von meinem Fox-Dings. Alter, das dauert ewig, so einen Braten zu machen. Jo, was macht ihr noch so? Mehr Hitze macht Sinn. Nur bedingt. Ab einem gewissen Punkt verbrennst du dir einfach die Scheiße aus und innen ist noch roh. Wie gesagt, nur bis zu einem gewissen Punkt. Also klar, ob ich auf 80 Grad oder auf 200 Grad das backe, das wird schon dann irgendwie schneller gar, aber bei 300 Grad wird es irgendwann noch außen. Und dann kaputt, wir lassen es einfach hier stehen, scheiß drauf.
damit wir laufen können. Dann müssen wir eh Sachen abwerfen. Wie komme ich denn jetzt? Ach, wow, da oben wäre eins. Müssen wir irgendwie da hoch. Für die Schnellreise. Für die nächste Schnellreise. Achso, ja, stimmt. Ich habe genug für Statuspunkte. Mehr Gewicht. Erledigen. Dann kann ich sogar noch ein paar Sachen mitnehmen. Also ich hätte eher gedacht, dass halt dann jeder einen Schnitzel einbraten macht. Kocht, was auch immer. Backt. Im Ofen. Und so. Oh, lila Kiste. Nice. 400 Münzen, ich weiß nicht, achso, bei den fahrenden Händlern kann ich wahrscheinlich was mit Münzen machen, ne? Hallo. Achso, da war wieder was, der macht ja übel viel Damage. Oh, jetzt habe ich die guten. Ich wollte nicht das Gute nehmen. Naja. Wollte gar nicht die guten nehmen. Oh, dich kennen wir noch nicht. Liv Munk. Moment, Liv Munk. Achso, Liv Munk, das sind doch die Statuen. Kannst auch Händler fangen. Hast du immer einen Händler bei dir? LOL. Okay, die Verknüpfung habe ich nicht gemacht, aber ja, logisch. Wenn man Sachen fangen kann, dann. Irgendwo da rechts von uns ist eigentlich die Statue. Jetzt renne ich die ganze Zeit im Liv Munk hinterher. Ich glaube, das Liv Munk ist schneller als wir, habe ich so den Eindruck. Schnellreisen ist irgendwie hier unten, glaube ich. Das ist sogar ausgeschildert im 3D, im Kompass. Oh, hier ist eine. Oh! Hallo? Oh. Gibt NPCs. Kleines Dorf. Nehmen wir lieber was hier unseren Dingen rein und machen den. Verlässliche Miliz. Yo, what? Hey Trainer, es ist mittlerweile kaum noch jemand hier, aber bevor das Brain City gerade aufgetaucht ist, leben hier viele Leute. Es reicht mir hier kaum. Was? Es reicht mir hier kaum noch zum Leben. Wenn du mal Hilfe brauchst, sag mir Bescheid. In Bezahlung mache ich alles. Aha. Forschungsmaniac, Dorfvorsteher. Ah ja. Ich wollte aber eigentlich zurück. Du siehst ein bisschen odd aus. Irgendwo. Da war doch mein Moment. Ne, ich sehe es sogar, oder? Lager. Ich kann direkt zum Lager reisen. Ich muss gar nicht laufen. Okay. So. Hallo, wir sind zurück. Wie sieht denn jetzt hier aus? Ist hier noch Essen drin? Hier ist noch Essen drin. Okay. Kann ich mit dem Pilz irgendwas herstellen? Ah, ich kann Pilzragout machen. So, Gegenstände reparieren, das ist ein guter Punkt. Wir werden wahrscheinlich jetzt auch mal den Bogen hier. Oh, jetzt können wir auch Feuerpfeile machen, aber ich will noch mal erstmal normale Pfeile machen. Ich brauche nur einen Bogen. Ich glaube, man muss ein bisschen Platz lassen zwischen den Sachen. Ach nee, das ist schon fertig hiermit, okay. Sind wir drei, ne? Machen wir 30 Pfeile, würde ich sagen. 0 von 30, aber das macht doch 3er Schritte, oder? Ja. Guck mal kurz, was wir noch so machen. Wir sollten wahrscheinlich unsere Palbox hochleveln, glaube ich. Müsste. Nee. Baue eine Pal-Ausrüstungswerkbank. Ah ja, genau. Das muss man noch machen. Pal-Ausrüstung, nicht genug Material. Wir brauchen Stoff. Tudum. Ansonsten Steinbruch und Holzfällerlager. Holzfällerlager. Brauchen wir Holz. Who could have guessed? Du bist alles für uns, ne? Ja, genau. Oh Gott. Ist auch wieder alles zerlegt. Alles zerlegt. Aber die machen nur Stein. Also die Kativas sind nur Minenarbeiter. What? What?
No! Und wo denn? Ich hab doch meine... Ha, ha, ha. Und wo? Ich sehe es nicht. Dein Lager wird überfallen. Hä? Verstehe nicht mal von wo. Oh, von da. Okay, das ist, glaube ich, ziemlich entspannt. Hätte ich, glaube ich, fangen dürfen sogar. Okay. Das war entspannt. So, ich kann hier noch was opfern, ne? Ach ne, ich brauche 4 dafür. Ansonsten kann ich Pals verstärken. Ich würde eigentlich Holz haben gerade. Du hast doch auch. Moment, du hast auch mitgeholfen, oder? Okay, doch nicht. Never mind. Wir müssen, glaube ich, die Pals nochmal umbauen. Ich glaube, der Hukratis kann genau gar nichts. Du bist geeignet für Bewässerung. Du bist geeignet für Bewässerung und mehr. Wofür bist du geeignet? Für Pflanzen? Ich glaube, so rum ist smart. Du bist auch nur geeignet für Bewässerung. Du kannst Bewässerung und Eis und liefern. Ich glaube, wir müssen das mal so machen. Ja. Du bist zum Minenarbeiter. Tauschen dich mal mit dem. Und wir tauschen dich mal mit dem, würde ich sagen. Das würde ich euch ein bisschen hochleveln. Ja, dann nehmen wir noch einen Pengu. So, haben wir mal ein bisschen ein Team hier. Ja, sehr gut. Das sieht doch fancy, schmancy aus. Achso, aber jemanden für... Was brauchen wir für Holz? Nötigt Holz fällen. Ich glaube, keiner von uns kann das jetzt Holz fällen. Von unseren Perls. Oh, Holz und Stoff. Wenn wir noch mal eine primitive Werkbank mehr bauen, würde ich sagen. Okay, du wechselst auf das. Das ist ja spannend, anstatt deine Sachen fertig zu machen. Wir brauchen nämlich Stoff ordentlich. Beginnen. Okay, haben wir schon mal 2, die jetzt craften. 2 schon mal. Das macht ihr aber doch zusammen hier, oder? Ne, das Wolfie steht, glaube ich, nur in der Nähe. Steht nur zufällig da, ja, genau. Okay. Okay, ich muss mal die Sachen, glaube ich, hier ablegen. Knochen, Holz, Dat, Erz. Ihr Brot? Wo habe ich denn Brot her? Ich habe Holz, Fasern, Stein und so habe ich auch der anderen Kiste schon. Ja. Palsaft. Jeder. Das hier rein. Das Sortieren ist irgendwie ungünstig. Kann man später größere Kisten haben? Gegrillter Pilz, gegrillte Beeren. Ich mach die, glaube ich, mal hier rein. Gegrillter Pilz, gegrillte Beeren. Sortieren. Naja. Schwache Medizin. Diese Wirbel Erkältung, also bei was? Verstauchungen helfen. Der Pilz lässt sich damit nicht wiederherstellen, egal wie viel man davon futtert. Die Medizin kann ich da nicht reintun, okay. Eier, habe ich die schon irgendwo? Da habe ich ein Ei drin. Aber das kann ich nicht stacken. Ich brauche also nicht das. Da will ich hin. Ich will noch eine Holztruhe bauen. Darauf wollte ich hinaus. Wir holen uns nochmal das. Wir holen uns nochmal das. Und mit dem Stoff wollten wir jetzt was bauen. Und zwar... Hat Ausrüstungsplan, wir brauchen mehr Holz. Ah.
Wir haben jetzt auch Bären. Transportiert die hin? Ah, zum Futtertrog. Transportiert die Bären. Das ist ja smart. Das ist ja actually smart. Ich weiß nicht, ob ich noch ein Viecher, was automatisch sät. Dann sehe ich mich in der Nahrungsproduktion jetzt. Da muss ich noch was austauschen. Aussaat. Ja genau, ich habe nämlich nie kein Viech, was sät. Automatisch. Du kannst das, ne? Du kannst aussehen. Tauschen wir euch mal. So, dann gehst du nämlich jetzt aussehen. Das ist einfach ein viel gut Spiel. Was soll ich denn sagen? 0 von 99.000. Voll ewig. Tja. Dauert leider ewig. Paar Ausrüstungswerkbank. Wir stellen die alle da oben hin. Ist nicht dein Ernst, Daydream, oder? Du stehst hart im Weg. Ist dir das bewusst, wie hart du im Weg stehst? Nein! Stop it. Meine Fresse. Damit sind die Viecher ein bisschen anstrengend. Wie so kleine Kinderchen, ey. So, jetzt darfst du wieder, wenn du willst, helfen. Hier helfen wir noch mit. Das dauert ja ewig. Obwohl so viele dran arbeiten. Holy fuck. So, Mission fertig. Upgrade. Halt V. Lagerverbesserung. Jetzt dürften wir noch jemanden weiteren nehmen. Die Frage ist, wen würden wir wollen? Nicht wurscht, war. Nehmen wir den, haben wir noch nicht draußen. So, kann ich hier was herstellen? Ich kann, möchte den, wenn das Team ist, durchgehend draußen zu bleiben und dir Schützenhilfe zu geben. Aktion beginnen. Können, glaube ich, hier noch ein paar machen. Wie viel habe ich denn davon noch? 6. Kann ich, glaube ich, schon noch ein paar machen. So, können nur einen machen. Schade. Stoffkleidung, tropische Tracht, Pfeile, Reparaturset, Handfackel. Ja. Ist halt wie es ist, ja. Halsband dauert ewig. Komm mal her. Ja. Mehr Licht. Du machst das Ding auch automatisch an. Actually fancy. Wir brauchen noch so einen Fox Parks. Das wusste ich nicht, dass er die auch automatisch anmacht. Moment mal, jetzt kann ich aber hier mal durchgucken, was die alles so können, oder? Ach hier, Aktivfähigkeiten, Schlammschuss, Holzfällerassistent, Partnerfähigkeiten. Kann ich mir das irgendwie angucken, das Ding? Nee, das wollte da drüber hovern. F-Details sehen. In dieser Pantimis wird dein Schaden beim Holzfällen erhöht. Ah ja, bewirf den Gegner mit klebrigem Schlamm. Okay, wenn ich einfach nur dabei habe. Wellnessdusche? Kann auf Befehl mit Hilfe seines wundersamen Wasser Wunden heilen und die LP wiederherstellen. Das ist auch ziemlich nice. Surf-Tackling kann auf Befehl Gegner mit seinem Body-Surfing rammen. Hilfe mit Pfote, trägt es dein Gepäck. Was denn? Ach so, deswegen willst du schon Katiba mitnehmen. Okay. Ja. Dämonischer Traumjäger. Das habe ich noch nicht frei. Steinschädel habe ich auch noch nicht frei. Würde ich es ja so rummachen, wenn ich ihn mehr tragen kann, tatsächlich. Nehme ich einen Katiba mit. Lauschiges Schild, das wissen wir schon. Lauschwolle, wenn Kremis im Team ist, wird dein Angriff von Pelz des Typs neutral erhöht. Setzt Kremis auf deine Viehfarm und es wird manchmal Wolle abwerfen. Luftkanone. Neutral, Aquaschuss. Achso, das kann ich aber dann, wenn ich das mache, auch. Moment, du hast keine, oder? Ja genau, hier, Angriffsstratege.
Eigener Angriff plus 10%. Arbeitstempo minus 30%. Okay, da wäre eher was zum Mitnehmen demnach. Stämmiger Wuchs. Verteidigung, Angriffsschaden. Neutralitätspakt ungeschickt. Neutralschaden, Arbeitstempo. Ist immer noch besser als der, den wir draußen haben. Liegt schnell. Bewegungstempo plus 30%. Machen wir doch den da rein. Geistig labil, Oberbergmann. Eigene Effizienz, Bergbau. Der macht aber gar keinen Bergbau. Das ist ein Trade auf einem Charakter, der keinen Bergbau kann. Machen wir noch einen blitzschnellen. Krufti. Das ist eigentlich Krufti als Ding. Schattenangriff. Also, tut mir leid, das ist einfach cool gemacht. So, was kannst denn du? Wird der Angriff von Pals des Typs Schatten erhöht? Handwerksmeister, Arbeitstempo plus 50%, Duckmäuser, ist wahrscheinlich genau das Gegenteil. Angriff minus 20%, okay. Verteidigung. Okay. Sammeln, Level 1, Bergbau, Kühlung, Farmarbeit, Holzfällen kann halt keiner von meinen Leuten, okay. Ich würde gerne noch einen Steinbruch machen, davon brauche ich Holz und Palladiumbruchstück. Bei Steinbruch müsste ich, glaube ich, dann schon ein paar haben. Achso, ich bin wieder hungrig. Ja. Ich weiß gar nicht, was hungrig macht. Sehe ich irgendwo, was hungrig macht? Oder ein Negativ-Trade? Nom nom nom. Brot gegessen. Brauche ich irgendwie mehr Ausdauer oder so? Das wäre für mich irgendwie logisch. Weil ich dann effektiv weniger Ausdauer habe. Gut, kann ich nicht mehr draufhauen. Okay, und wir haben festgestellt, Holz wächst auf jeden Fall nach. Ups, was habe ich jetzt hier? Das brauche ich. So ein bisschen, ob man das nicht runterfalle. Also, wir brauchen ein neues Bett, weil wir jetzt 6000 haben. Ich habe keine schlechte Laune. Sonst kriegt hier einer schlechte Laune. Heißt. Ja, noch ein Perlstrohbett. Direkt noch eins fürs nächste Mal. Wer schläft jetzt ohne? Wie der Sebis den Kopf einzieht. Und pennen. So, fertig. Ich weiß, können wir die Pals tagsüber machen lassen. So ein kleinerer. Nee, ich wollte einen Steinbruch bauen. So, hier oben mit hin. Please don't Fox Parks. Macht mich fertig. Das ist bewusst. Moment, wir sollten halt dich haben. Ja, du hilfst mit. Schneller geht. Lagerstufe auf Stufe 7. Nimm deine Ausrüstung und deine Pals und dich bereit und besiege den Boss im Turm des Rain-Syndikats. So ein bisschen die Tutorial-Mission, ha? Huh? Ich kann immer nur eins draußen haben, wenn ich das richtig sehe. So. Wenn ich das richtig sehe, kann ich immer nur eins draußen haben. Okay, die pennen auch, wenn sie. Wenn es nicht überdacht ist. Nur beim Bett muss man überdachen. Nichts zum Tag gibt. Wird direkt reingehämmert. Sehr schön. Wenn kann ich jetzt, wie kann ich jetzt hier schnell reisen eigentlich? Ah, hier, C, Schnellreise. Okay.
ist schon irgendwie alles ziemlich cool. Das ist das kleine Dorf. Aber ich würde hier mal rechts abbiegen wollen. Wir müssen einfach noch ein paar sammeln. Caddy Wars? Ja. Der hätte es nämlich gewonnen-tapped, der Ball, der gerade ankam. Safe Call hätte der es gewonnen-tapped. Grüner Daumen. Was bist du denn für ein Viech? Und dead. Fangen, bevor der Ball das wieder one-tappt. Und der ist aber schwer zu fangen. Der ist irgendwie in Level 5 schon gar nicht mehr so easy. So, what the? Hallo? Vom Studen her. Aua! Wurde einfach geplättet. Ich wollte das Ding eigentlich schon fangen, aber... Da hätte ich wahrscheinlich doch die gute Sphäre nehmen müssen. Ich habe ungenutzte Statuspunkte mal wieder. Ein. Das ist ein HP-Level hier. Okay. Noch mal, hier ist nochmal Foxparks. Sehr schön. Die wollte ich doch auch noch ein bisschen haben. Der Bär ist tot. Nehmen wir mal lieber. Wow, rein. Ja, tatsächlich. Finde ich, macht Spaß, Lomi. Es ist sehr, sehr cute. Kann dir gleich mal zeigen, was ich schon habe. Ups, ich wollte ihn gar nicht töten, ich wollte ihn fangen. Also erstmal gibt's auch Riesenviecher. Ich habe vorhin schon gesagt, es ist ein Spiel, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir das zusammen sehr gerne spielen. Weil das, glaube ich, das hat ja einen Online-Koop und es macht an sich Spaß. Man kann ein bisschen was entdecken, man kann gut erkunden, man kann sich Sachen aufbauen. Ja, du und ich, genau. Das ist richtig. Könnte ich mir vorstellen, müssen wir aber nicht. Aber die Community würde ich, glaube ich, nicht machen. Weil ich glaube, der Server ist gar nicht so groß, dass man ihn so groß machen kann. Also ich würde keinen Community-Server machen, weil ich glaube, dann wenn wir spielen ja nicht so oft und wenn wir dann spielen, dann ist alles schon fertig. Und deswegen wäre das quasi nur so ein, so ein bisschen wie bei Satisfactory früher, wir verabreden uns und dann spielen wir das halt einfach zusammen und einer hostet halt. So, und dazwischen passiert halt nichts, wenn nicht gespielt wird. So, aber ich kann dir mal kurz zeigen, wie meine Base. Ich habe ja heute erst angefangen, also ich spiele so 2 Stunden und habe es schon ein bisschen geschafft. Also ich weiß nicht, ob ich jemanden mitspielen lassen würde. Nee, nicht Base zeigen. Achso, ich meine Stream. Ja, Stream könnten wir es, genau. So, das ist jetzt meine Base bisher. Ich habe hier so ein bisschen Sachen gebaut. Die Base markierst du mit dem hier. Das ist so dann damit markierst du, das ist hier eine Base von mir. Und ich habe hier schon ein paar gefangen. Das ist die, die jetzt hier rumlaufen. Die habe ich gefangen. Das ist zum Beispiel eins, das kann säen. Hier ist nämlich ein Beet sozusagen, ein Bärenbeet. Der sieht das jetzt aus. Und die anderen tragen die Beeren, die gerade geerntet wurden, ins Lager. Und wenn das dann ausgesät wurde, kommt eins von diese Wasserente da und macht da Wasser drauf. Und die haben halt unterschiedliche Skills. Das ist eigentlich ganz cool. Wir können mal kurz in das hier gehen. Wenn ich hier so drüber, da siehst du, dass die unterschiedliche Skills haben. Der hat zum Beispiel, oder auch so ein bisschen wie bei Rimworld, auch so Traits. Der hat zum Beispiel, der ist schneller. Beziehungsweise, und wofür sie geeignet sind, siehst du hier, der ist für Handwerk, Transport und Farmarbeit geeignet, während der zum Beispiel bewässern kann, Handwerk und Transport, der kann nur Aussaat tatsächlich, aber ist halt
Also es ist schon ziemlich cool, das greift alles sehr gut ineinander. Und dann habe ich hier schon, das kann ich nur noch nicht nutzen, ich habe hier so einen Steinbruch gemacht, damit automatisch Steine gefahren werden und eine Holzfäller-Camp, damit automatisch Holz gemacht wird. Ich hab so gesagt, dass das Samenvieh dein Lieblingsviech sein soll, dass man Early Game hat. Das hier, ich wusste, dass, wie heißt das Ding? Humos, dass das dein Lieblingsviech sein wird. Wie das hier so mit der Zunge raus, vor sich hin. Ja, und hier würde ich, genau, jetzt wird hier gerade, ach hier, der Tiefhahn könnte aber auch deins sein. Guck mal, der bewässert jetzt gerade. Und dann haben wir hier noch die Ente. Ich will die alle knuddeln tatsächlich. Also, das Problem ist halt, du musst sie erstmal hauen, sie relativ niedrig machen, um sie dann wieder Pokémon fangen zu können. Um die Mechanik kommst du nicht so rum. Am Anfang ist das mit so einer Art Knüppel. Also danach wird es erst süß, aber. Achso, ich kann sie auch anheben. Halt. Gib her. Kann die so auch irgendwo hintragen. Und ja, sie freuen sich, wenn sie Arbeit fertig gemacht haben. Das ist richtig. Und die sind sogar ein Pärchen, die habe ich zusammengefangen. Männchen und Weibchen. Ich glaube, knuddeln kann ich sie nicht, oder? Halt, komm mal her. Entschuldigung, jetzt habe ich es einfach aufgehoben. Vier Menü öffnen. Ins Team holen, füttern, doch streicheln kann ich es. Hey, hier geblieben. Nicht hauen. Will ich streicheln, komm her. Doch, ich kann sie quasi knuddeln. Hab's hinterm Ohr gestreichelt. Ja. Ups. Nee, ich wollte dich nicht. Kannst die alle streicheln? Also die haben schon relativ viele Sachen gemacht, die sinnvoll sind insgesamt. Achso, du musst auch dafür sorgen, dass die Essen kriegen und sowas. Also ich habe dann hier zum Beispiel eine Futtertrog hingebaut, den sie jetzt selber sogar schon mit Beeren befüllen. Dann kann ich mir wahrscheinlich das selber mal rausnehmen. Und auch die gegrillte Beeren, weil ich glaube, die fressen die einfach roh. Ja, also es ist ein sehr cooles Spiel. Und du baust halt so deine Base auf und die Viecher arbeiten dann auch für dich. Also wenn ich zum Beispiel, kann ich das jetzt gerade machen? Hier drüben so meine Crafting-Station. Da ist noch was drin sogar von vorher. Wenn ich jetzt sage, hey, ich brauche mir die Palsfern, das ist die zum Fangen. Wenn ich das aufgebe, dann geht da eins hin und macht das jetzt hier so. Bastelt das und dann ist fertig, dann kann ich die nehmen. Ja, ich wurde schon angegriffen. Es gibt Wilderer, die Viecher, glaube ich, quasi abschlachten einfach nur. Da wurde ich schon angegriffen von. Und hab auch schon welche in der Welt gefunden. Genau. Also du wirst auch, selbst wenn du ein Singleplayer spielst, wird ab und zu deine Base angegriffen, die du dann verteidigen musst. Aber die Viecher können sich auch selber verteidigen, die haben Attacken und sowas. Was machst du, wenn eins stirbt? Ich glaube, wenn die gefangen sind, wenn die sterben, kannst du sie wiederbeleben in der Palbox. Aber mir ist noch keins gestorben. Wenn Wilde sterben, sind sie einfach tot und du kriegst tatsächlich auch Ressourcen dadurch, so wie Leder und so ein Kram. Also es ist schon, was da angeht, also es ist sehr viel Ark auch drin, also sehr viel Sachen sammeln und dann daraus Sachen craften. Ich habe zum Beispiel auch schon Klamotten gecraftet, deswegen habe ich hier sowas an. Genau. Aber Fangen ist halt leider so... Piu Piu. Und dann Fangen. Ist halt sehr Pokémon. Genau. Also, ich... Die Kaninchen sind so lange niedliche Freunde, bis man sie essen will. Ja, so ein bisschen, ja. Aber ich glaube, du kriegst auch, wenn du fängst, Rohstoffe von ihnen. Und du kriegst auch vor allem XP und sowas davon. Ja, und hier ist halt das typische Erz, Steine, Holz, Sabbeln, das am Anfang ist das Wichtige. Ja, also ich hatte erstmal direkt Spaß, auch Sachen zu erkunden und so. Und jetzt habe ich zumindest mal einen Kreislauf, das ja automatisch bewässert und so weiter wird. Das freut mich ja auch schon wieder. Und es gibt sehr viel zu entdecken. Hier, ich kann hier meine Fangfähigkeiten zum Beispiel verstärken, wenn ich hier solche grünen Statuen finde. Und die gibt es halt irgendwo in der Welt, die muss man entdecken. Ich hatte irgendwo noch eine liegen lassen. Ja, die gibt es an den exotischen Punkten, würde ich mal sagen.
Ja, und jetzt habe ich gerade noch die Quest, dass ich... Genau, das Rain-Syndikat sind wohl die Bösen, also quasi Team Rocket. Das wäre quasi meine Quest, das Rain-Syndikat durch aus dem ersten Gebiet quasi zu vertreiben. So wie ich das verstehe, ist das die Quest aktuell. Und es gibt noch so Truhen zu finden und sowas. Also es wird auch viel erkunden belohnt. An vielen Stellen. Und man kann klettern und so ein Scheiß. Ja, wenn wir überhaupt Zeit haben, das ist natürlich richtig. Wobei auf der anderen Seite, wenn wir... Hier, da ist noch eine Truhe zum Beispiel. Hier hinten in so einer Ecke. Und halt Stuff, kriegt man Brot und Goldmünzen und so. Und es gibt auch Händler, die durch die Gegend fahren und so ein Scheiß. Ne, wir können tatsächlich ja... Also... Ich sag mal so, wenn wir zusammen streamen, Lumi, ist das ja so, schon so ein bisschen gemeinsame Zeit, zumindest, auch wenn es nicht ganz das gleiche ist. Und ich würde auch gerne nochmal mit dir, also wir können auch gerne nochmal neu anfangen zusammen, dass wir zusammen was aufbauen und du nicht jetzt irgendwie in meine Welt reinkommst, sondern dass wir zusammen anfangen, richtig? Ja. Also wir können da gerne uns zusammen streamen, am Abend ausmachen und dann halt mal eine Serienabend gegen einen, wir machen 2-3 Stunden Palworld-Zocken-Abend, weil das ist auch sehr entspannt, habe ich das Gefühl. Also... Ich habe heute schon gedacht, für mich ist das, glaube ich, jetzt gerade genau das Richtige. Ich habe jetzt heute echt keine Lust auf irgendwas Anstrengendes, also irgendwie Dota oder World of Tanks oder irgendwie so ein PvP-Spiel hatte ich eigentlich gar keine Lust drauf. Und da ist das hier gefühlt genau das Richtige. Weiß ich nicht. Es wäre ja irgendwie motivierend, wenn wir Bock auf das Spiel haben, dass wir mehr streamen, oder? Und dann gemeinsam auch streamen, oder nicht? Ja, wir können ja auch ein bisschen gemeinsam, also unterschiedliche Sachen machen. Also jeder kann ja ein bisschen was anderes erkunden oder so. Also, ich hätte dann schon gesagt, wir machen das, also, weiß ich nicht. Ich glaube, die Welt ist immer die gleiche, ne? Also hier, das ist schon was von der Welt habt. Da war ich noch gar nicht. Die ist gar nicht so klein. Und du kannst so Schnellreisepunkte freischalten, wo du von einem Punkt zum nächsten kannst. Ich will alle fangen und Knuddel, du machst den Rest Deal. Dann wird es zumindest eine strukturierte Base, meinst du? Also ich habe auch noch nicht alle gefangen, die ich hier so gefunden habe. Ich hatte vorhin noch irgendein Lama-Viech, die haben mich eiskalt weggeknüppelt. Und ich hatte noch so eine Art lila Hirsch, den habe ich auch noch nicht gefangen, weiß nicht, was es ist. Meine Base hat immer... Ich habe auch nicht gesagt, dass das nicht funktioniert, ich habe gesagt, organisiert, oder? Habe ich funktioniert gesagt. Was macht der da? Der einfach ein bisschen dagegen rumblalalalat. Ja, anscheinend freut er sich einfach. Ach nee, der futtert, glaube ich, die Bären. Aber guck mal, die rennen auch weg. Also wenn sie sich bemerken, haben die Angst vor einem. Die rennen dann weg. Hier, der hüpft gerade vor mir weg. Ja, es gibt nämlich auch, aber auch sowas wie Raid-Bosse. Das ist zum Beispiel das Viech da. Das ist ein Level 38 Mamo-Rest. Und ich hab, also... Ich lasse es doch in Ruhe. Ja, es ist halt ein bisschen groß. Hat 4000 HP. Hm. Und ich brauche wahrscheinlich auch einen besseren Ball dafür. Also eine bessere Sphäre. Da sind die, glaube ich, hier. Oder? Palsphären, genau. Was? Keine Ahnung. Also die gibt es auch ein kleiner. Aber ich habe die irgendwie schon auf Level 20 bei mir einmal ein kleiner rumlaufen sehen, aber das scheint ein Riesenviech zu sein. Mal mit dem Kalender hinsetzen und Dates ausmachen. Können wir machen. Ich mache eh nicht mehr so lange. Ich meine, ich muss ja, eigentlich wollte ich schon aufgehört haben. Von daher ist es, glaube ich, ein guter Zeitpunkt aufzuhören. Lumi gepitcht, dass wir das vielleicht zusammenspielen. Stimmt, Urlaub ist auch noch so ein Thema. Ja. Bauern zerkleinerer habe ich als Mission. Ruhig Holz und Palladiumbruchstücke. Achso, Wäsche habe ich heute nicht gemacht. Du kannst machen, wie du willst. Habe ich verpeilt. Bin vielleicht ein bisschen spät aufgestanden. Genau, du kannst auch immer eins dabei haben. Also ich habe... Ups. War das wieder das Gleiche? Genau. Also ich habe... Jetzt bin ich irritiert. Hä? Bait. Ich hab das doch. Ach so, weil ich den immer dabei hab. Oh wait, kann ich jetzt zwei haben? Ich kann jetzt zwei haben, weil der kann immer mich unterstützen und ich kann noch einen dabei haben. Aha! Pengu ist übrigens auch ein Süßi. Guck mal.
Guck dir mal den Süßi an, den Pengu. Ja, ja, ich werde jetzt auch aufhören und noch was, glaube ich, zu essen machen. Und ein bisschen chillen. Und dann haben wir ja 14 Uhr Pen and Paper. Und da, also ich mag das Spiel tatsächlich. Bin mir nicht sicher, ob ich meine Base sinnvoll gebaut habe an einer sinnvollen Stelle, aber das Spiel an sich ist schon cool und durch die Schnellreise ist, glaube ich, auch nicht so wichtig, wo die Base genau steht. Es gibt sinnvolle Schnellreisepunkte. Von daher, oh, man kann direkt respawnen. Das ist auch smart. Sie haben direkt daran gedacht, dass wenn du irgendwo hängst, dass du auf Respawn klicken kannst, dass du, genau. Und es gibt sogar Pokédex. Weil die man irgendwo gesehen hat. Da habe ich ein Ei, glaube ich, für. Der Depresso. Das ist immer noch mein Lieblingsviech. Fucking Depresso, ey. What? Was war denn jetzt los? Ach, ihr wart happy, weil ihr fertig seid mit Arbeiten, okay. Zurück zum Titelbildschirm. Wird das Spiel automatisch gespeichert? Yes, please. Also ich habe ein bisschen Sorge, dass das Team dahinter Quatsch ist, aber das Spiel an sich macht jetzt erstmal schon Spaß. Von daher kann ich mich eigentlich da erstmal nicht beschweren.